That was, of course, Fly Me to the Moon. We'd like to do a tune now that you will find on an album called We Get Requests. This tune was written by a young man in Washington, D.C. by the name of Clement Wells. It sounds much like a little Bach piano piece. It is not. He simply calls it You Look Good to Me.
Lyrischer Klaviertrio Jazz, die Evergreens Fly Me to the Moon und You Look Good to Me mit Oscar Peterson Klavier, Ray Brown Bass und Ed Thigpen Schlagzeug. Dies waren die ersten beiden Stücke, die ich für die heutige Sendung aus einem Archivschatz herausgelöst habe. Dieser Schatz ist eine Aufnahme, die 1965 im Studio 1 des Bayerischen Rundfunks stattfand, bei den Münchner Jazztagen. Und hier hören Sie noch mehr aus diesem hervorragenden und vorzüglich besetzten Konzert. Und zwar zwei Teile einer Suite, die Oscar Peterson geschrieben hat. Canadian Suite nannte er das Ganze. Daraus hier Wheatland und Place Saint-Henri. Sie können das auch noch einmal in Petersons Worten verfolgen. Und zwar jetzt. Some time ago, about a year ago, I composed a small suite that comprised approximately 8 tunes or musical sketches of the land of which I'm very proud, Canada, my homeland. We'd like to do a couple of these for you now. The first of these, I hope, gives you the musical picture of the huge fields of wheat that you'll find in Western Canada, and it's titled Wheatland. And then from that, we'll go into the second tune, which was written for a very busy French section of Montreal that is really French as of now. And it's called simply Place Saint-Henri. Thank you.
das war jetzt nicht im Zeitraffer abgespielt, das war wirklich so. Place Henri, das Trio des Pianisten Oscar Peterson, am 27. Mai 1965 im Studio 1 des Bayerischen Rundfunks in München. Highlights aus diesem Konzert und Ausschnitte aus einem anderen vom Bayerischen Rundfunk mitgeschnittenen Konzert Oscar Petersens hören Sie in dieser Sendung. Petersens Begleiter in diesem Konzert waren Schlagzeuger Ed Thigpen und Bassist Ray Brown. Der Kanadier Oscar Peterson, der von 1925 bis 2007 lebte, galt lange Zeit als der virtuoseste Pianist der Jazzgeschichte. Noch virtuoser als der große historische Überflieger Art Tatum. Und seine unterschiedlichen Trios waren stets das Maß aller Dinge, wenn es um die Präzision des Zusammenspiels und um kraftvollen Drive ging. Ob Petersens Trio durch heutige Superstars wie etwa die Musiker des Keith Jarrett Trios noch überflügelt werden, lasse ich dahingestellt. Diese Ensembles spielen so unterschiedlich, dass man sie kaum vergleichen kann. Und anders als etwa ein Fußballturnier verträgt die Jazzgeschichte durchaus mehrere Erstplatzierte. Und man kann durchaus mit einem Spiel voller ästhetischer Schönheit ein Champion sein. Der Heavyweight Champion des Jazz wurde Oscar Peterson, diesmal natürlich nicht in Anlehnung an Fußball, sondern an eine andere Sportart, häufig genannt. Er war ein korpulenter Mann, der sich aufs Zupacken verstand. Und dazu war er ein Musiker, der auch einer angenehmen und gepflegten Sprache mächtig war. Deshalb hier wieder eine seiner Bühnenansagen vor dem nun folgenden Stück. Wieder ein Jazzklassiker. Peterson sagt selbst, um welchen es sich handelt. Oscar Peterson Klavier, Ray Brown Bass und Ed Thigpen Schlagzeug. We would like this time to do a tune by Benny Golson. This was written in memorandum to the tremendous talent of Mr. Clifford Brown. Here is Benny Golson's I'll Remember Clifford. Thank you.
Was für ein stürmischer Applaus. Und Sie werden hören, dass er noch eine ganze Weile so weiterging. 27. Mai 1965, Studio 1 des Bayerischen Rundfunks, Münchner Jazztage. Und zu Gast eines der größten Jazz-Klaviertrios des 20. Jahrhunderts. Oscar Peterson Klavier, Ray Brown Bass und Ed Thigpen Schlagzeug. Zuletzt mit dem Operettenhit »Dein ist mein ganzes Herz« in etwas anderer Tongebung als normalerweise.